Honecker stand unter denselben Ängsten um den Machtverlust wie Ulbricht. Egal, ob er alles besser, anders machen will, wie eben der neue macht. Also blieb ihm gar nichts Walter Ulbricht, wie wir in der DDR sagten, als genauso zu unterdrücken wie sein Vorgänger. Die Unterdrückung passiert ja nicht, wie die Kinder manchmal denken, aus Gemeinheit, weil das so schlechte Menschen sind oder so. So stellt man sich das vielleicht im Kasper-Theater vor. Im richtigen Leben wird nicht unterdrückt um der Unterdrückung willen, sondern immer nur um einen bestimmten gesellschaftlichen Zustand der Ausbeutung, der Unterdrückung aufrechtzuerhalten.